Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Need for Speed The Run. Wir wollen den Run fortsetzen. Calvin Garrett. Calvin ist ein ehemaliger Boxer aus Atlantic City. Er liebt alles auf eine Karte zu setzen und hat für The Run seine letzten 250.000 Dollar in der Hoffnung aufgebracht, den Jackpot zu holen. Für ihn kommt nichts anderes als der Sieg in Frage. Das hatten wir auch schon mal. Für Zivilisten, die ist halt leer. Das hat auch geklappt. Die Sick Edition. Und Marcus Blackwell, das hatten wir schon zweimal. Oder dreimal. Gewinne The Run. Jetzt geht's drum, Jack. Schalte ihn aus und es ist vorbei. Gleich normal machen. Jetzt geht's drum, Jack. Schalte ihn aus und es ist vorbei. Thank you.
Du, wie ist der jetzt so schnell dahin gekommen? Sonst lang fahren sollen. Ah, na egal. Hier ist ein Checkpoint. The Run beendet. Sieger Jack Roke. The Run fortsetzen. Aha, da kommt noch was. Brooklyn. 8 Stunden später. Dein Problem ist gelöst. Die belästigen dich nicht mehr.
Danke. Nein, danke dir. Dein Anteil liegt in einem Schließfach der Grand Central Station. Da sollte mehr als genug Geld sein, damit du mal eine Weile abschaltest. Abschalten? Du weißt schon. Relaxen, spannen, die Beine hochlegen. Oder aber, du hast Lust auf eine neue Sache. Ich hatte gerade einen Anruf. Wohnung putzen? Der Abspann. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Aha, jetzt kommt der eigentliche Abspann. Verstehe.
Rums, wie abgeschnitten. Etappe 10 beendet. Und Ostküsten-Express-Challenge-Serie haben wir freigeschaltet. Und noch ein paar Profilsymbole, natürlich. Schließe The Run ab. Okay, was auch immer das ist. Gucken wir uns im nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.